Hallo Leute und willkommen zur 11. Folge mittlerweile schon, muss ich kurz überlegen, Bloody Beach. Keiner ist auf dem Server, die Spielzeit wurde heute Nacht resettet und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass Leute in der Zeit gespielt haben und mein Weizen etc. gewachsen ist. Ja, und es ist hier alles gut gewachsen. Das bedeutet, es geht das dicke Ernten los. Zack, 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 da werden wir erstmal einmal die kompletten Möhren abernten. Also in der Folge wird es wirklich darum gehen, einmal richtig rundum alles wegzuwämsen. So viel Essen, wie wir haben, brauchen wir gar nicht. Deswegen werde ich gleich das andere Feld dann noch zum Weizenfeld machen. Weil so habe ich nämlich die Hoffnung, dass die dann immer denken, dass wir nur dieses eine kleine Weizenfeld haben. Und deswegen Enchanting Table und Amboss haben wir noch. Und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass sie dann nicht weitersuchen werden. Also hoffe ich einfach, wie gesagt. Das wäre wirklich richtig cool. Also wenn das so passieren würde, wenn die sich davon ja mehr oder weniger verarschen ließen. Zack. So. Wie gesagt, das Feld lasse ich dann hier erstmal frei. So. Hier oben ist zum Glück ja alle... Ja, wie geil ist das denn, Leute? Alter, das ist so... Das bringt so viel Weizen. Das bringt so viel Weizen. Das glaubt ihr nicht. Wir können vermutlich gleich... paar Stacks Dias uns holen. Also ein bisschen was ist zwischendurch nicht gewachsen. Oder habe ich da aus Versehen schon gesetzt? Das kann auch sein. Na gut. Ist mir auch eigentlich egal. Alter, 4 Stacks. Okay, ein bisschen was hatten wir vorher schon. Aber allein dieses Feld wird uns locker einen Stack gegeben haben. Eben mal nachpflanzen. Ganz fix. Ja, wir sprechen hier ganz elegant. Zack, zack, zack. Das ist wirklich richtig, richtig geil, wie viel wir jetzt dadurch bekommen haben. Und ja, so produktiv müssen wir einfach weiterarbeiten. Und dann lässt sich hier, denke ich, in dem Projekt viel holen, weil wir einfach eine Bossrüstung irgendwann haben werden. Mein Plan ist ja wirklich, ein Dia-Schwert immer wieder auf Level 1 verzaubern, immer Schärfe zu bekommen und dann mit den Leveln zusammenzupacken, die Schwerter, und dann irgendwann Schärfe 3 oder Schärfe 4 Schwert sogar zu haben. Weil dann, denke ich, wird es richtig, richtig schwer für die Gegner, uns zu schlagen. Wenn die nicht auch so ein Boss-Schwert haben. Das ist, wie gesagt, meine Hoffnung. Also teilweise ist die Beleuchtung nicht ausreichend hier. Aber naja, gut, okay. Es gibt einfach Schlimmeres, weil wir, wie gesagt, riesig große Feldanlagen haben. Und ich glaube, die größten im gesamten Projekt. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Zumindest mit die größten, weil wir jetzt dieses komplette Feld auch noch voll bekommen werden. Und dann haben wir ja unten noch einige große Felder. Ja, ich werde auch jetzt nur eine Folge aufnehmen, weil ich hoffe, dass dann wieder andere Leute auf den Server gehen, die Chance geladen werden. Und ja, in den Chance, dass dann hier wächst. Und wir dann einfach dadurch ganz elegant viel, viel Weizen farmen werden. Weil wenn ich immer wieder Pausen dazwischen mache, also um keine, jetzt wenn ich danach wieder aufnehmen würde hier direkt, dann würde ja in der Zeit nichts wachsen. Dann hätte ich quasi Spielzeit verschenkt. Aber wenn ich immer nur zum Ernten quasi komme... dann kann ich sehr schnell eine volle Dia-Rüstung bzw. ein sehr, sehr gutes Schwert haben. Und das ist ja letztlich mein Ziel, was ich habe und was ich verfolge. Und ja, dann könnt ihr mal schreiben, ob das für euch die sinnvollste Taktik ist. Vielleicht, also natürlich muss ich auch ab und zu mal eine Folge machen, wo ich einfach mal Crap wegbringe. So. So. Zack. So, 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 so. Ja, hier liegen noch ein paar Möhrchen rum. Gut. Gut, gut. Das können wir nicht offen lassen. Alter, das ist ja auch alles. Alter, Alter, eigentlich können wir das ja wirklich offen lassen, oder? Weil dann sehen die alles, was wir wirklich auch in unseren Truhen haben. Die wissen ja. Und dann denken die einfach, das war's. Und dann suchen sie nicht groß weiter. Das werde ich, glaube ich, machen. Ich lasse also diese Tür hier auch noch offen, beziehungsweise den Raum. Und hoffe dann einfach, dass sie denken, ja gut, okay, mehr hat er ja auch nicht in Truhen, mehr verschiedene Items. Dann suchen wir dann nicht groß, dann wird das wohl alles sein. Dann wird er nicht so große Anlagen haben. Aber in echt haben wir halt gigantische Räumlichkeiten hier, wo wir unsere Samen anpflanzen. Unser Weizen. Also das war wirklich mein Ziel, auch für das Projekt erstmal. Natürlich ist mein Ziel wirklich schon, so lange wie möglich hier zu überleben und vielleicht das Ding auch zu gewinnen. Das wäre natürlich wirklich der Traum. Beziehungsweise das Ziel, womit wir, glaube ich, alle ja angefangen haben. Was aber halt natürlich die wenigsten nur schaffen werden. Aber wir könnten es wirklich packen. Und das wäre wirklich sehr, 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 sehr geil. Wir müssen auf jeden Fall noch gut Level bekommen.
damit wir unsere Schwerter auch immer gut zusammenpacken können. Hier haben wir nochmal ein riesig großes Feld. Ich glaube, vielleicht sogar das größte. Na, das größte nicht, aber eins der größten. Zack, zack, zack. Ich bin gleich mal wirklich sehr gespannt, wie viel Weizen wir hier haben. Und wir haben so unglaublich viele Seeds auch noch über, nachdem wir das alles, eingepflanzt haben. Wir haben jetzt schon 3 Stacks. Und, ja gut, ein Stack oder 1,5 werden für den Raum ausgegeben. Und das ist einfach so, so geil, weil wir einfach so im Überfluss leben. Wenn wir uns davon Brote craften würden, Alter, Alter, Alter. Dann hätten wir, glaube ich, unendlich Essen. Aber das machen wir ja nicht, weil das ist ja ein bisschen sehr wertvoll hier. Guck mal, jetzt haben wir noch über 1,5 Stacks. Nur zum... und es kommt ja noch ein Raum. Also wir können... Ich guck mal, wie lang diese Folge schon geht. Oh, sind erst bei 5 Minuten. Wahnsinn. Können ja quasi dann sogar noch ein Feld anlegen. Beziehungsweise werden wir. Ich weiß nicht genau, wie die Taktiken von anderen sind, beziehungsweise ich weiß gar nichts davon, ob wirklich welche gezielt danach nach Bases suchen und ja, das könnte natürlich sein. Problem, was ich eigentlich noch nie bedacht habe, ist, wenn sie hier so einen Raum finden, werden die ja wissen, dass diese Base noch weitergeht. Oh, das könnte so Manko sein, allerdings man muss es ja irgendwo muss man die Bases ja hinbauen und wenn sie gefunden werden. Danke, dass der Server geclosed wurde. Ich frag mal ganz kurz in der Konfi nach. Wieso wurde der Server geschlossen? Ich nehme gerade auf. Ich hoffe, dass sie noch volle Leben hatte, weil sonst ist das jetzt ein bisschen doof. Gut. Dann würde ich sagen... Wie machen wir das denn jetzt? Ja, dann war es das erstmal von der Folge. Was ist von der Folge? Nach dem Cut geht es weiter und dann kann ich hier direkt auf den Server connecten. Vielleicht geht das ja auch. Nee, Server closed. Und der Server wurde nicht, ist nicht abgestürzt. Also der wurde manuell geschlossen. Das bedeutet, ja, wir sehen uns einfach nach dem Cut und dann geht's dann weiter. Haut rein. So Leute, weiter geht's mit Bloody Beach. Ich habe jetzt hier einen kleinen Cut gemacht quasi, weil der Server abgestürzt ist. Und wir machen einfach jetzt unsere Arbeit weiter. Was heißt jetzt abgestürzt? Er wurde von irgendjemandem geschlossen. Ich weiß aber nicht von wem und wieso. Ich habe keine Antwort bekommen auf die Frage. Das ist jetzt ein paar Stündchen später. Es waren in der Zeit schon wieder Leute auf dem Server, weil ich nicht jetzt direkt im Anschluss quasi aufnehme. Aber naja, Jule, ne? Wir müssten eigentlich mal eine Treppe nach oben machen. Das ist irgendwie so... So ranzig. Aber wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5 Stacks. Ja, läuft doch bei mir, ne? Läuft. So, das pack... Oh, hier ist ja noch was. Warum habe ich denn gerade aufgehört zu sehen? Getreide zu sehen. Das ist doch so... sinnvoll. So, zack, zack. Gut, gut. Haben wir oben das komplette Feld eigentlich angelegt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. I think so. Ja, dann werden wir gleich mal jetzt zum Ende hin der Folge. Also ich habe noch mal eben gerade 7 Minuten haben wir noch in etwa. Ja, da werde ich vermutlich gleich nochmal anfangen, hier so einen Weg nach oben zu bauen. Zack. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Nee, warte, oder haben wir da eine Lampe? Doch, hier haben wir eine Lampe, perfekt. Perfekt, perfekt. So, also, wir müssen definitiv noch mehr Räume bauen. Wir haben noch so viel Seeds über. Über 1,5 Stack, das ist 6, das ist Wahnsinn. Wir könnten natürlich jetzt auch erstmal... Wir könnten natürlich jetzt auch erstmal hier einmal einen neuen Raum anlegen. Zumindest einen kleinen. Obwohl, ich glaube, kleine sind ziemlich ineffektiv. Nee, hier sind wir anscheinend zu weit. Dann gehen wir hier wieder. Zack, zack, zack. So, dann buddeln wir uns hier nochmal ein bisschen weiter. Beziehungsweise machen hier nochmal so einen kleinen Raum. So. Fangen wir ab hier. Und dann gehen wir da 2. Ich muss ein bisschen mitsehen, wie weit ich mich jetzt hier in die Wand reinbaue.
So. Okay, gut. Dann gehen wir hier weiter. Das ist natürlich immer super interessant, wahrscheinlich zum Zusehen. Ja, da kann ich jetzt leider nichts gegen machen, dass es vielleicht ein bisschen uninteressant ist. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt hier das Eisen abbauen, weil dann wird es hier richtig interessant, Alter. Dann eskaliert es hier. So, so, so. Ich muss mal gucken, dass ich hier gleich die Wege treffen. Und dass ich hier nicht aneinander her... Oh, das hat ja perfekt gepasst eigentlich. Also fast perfekt, aber schon recht gut. Scheiße, ich habe zu wenig Platz im Inventar. Oha. Oha, oha, oha. So viele Seeds haben wir und so viel Weizen und alles. Ja, dann haben wir da noch ein bisschen Eisen gefunden. Allerdings, da muss man aufpassen, Alter. Da muss man richtig aufpassen, dass das hier nicht auf den Kopf fällt. So. Oha, das kann richtig, richtig in die Hose gehen. So, so, so. Zack, zack, zack. So, so, so. Perfekt. Jetzt bauen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Hä, lol. Ah, jetzt geht's aber bestimmt gleich wieder kaputt. So, jetzt ist das nächste Mal kaputt gegangen. Ah, scheiße, noch zwei Spitzhacken, das ist nicht mehr viel. Ja, yeah, ja, das ist hier längst unser letzter Raum, den wir mit den Spitzhacken anlegen können. Na, okay, ein vielleicht noch. Hä? Jetzt hat sich das weggebackt und es kann durch mein volles Inventar nicht mehr wiedergegeben werden. Okay, dann werde ich den Ausschnitt auf jeden Fall... Ach, dann... Schon wieder, Alter, das hatten wir doch schon mal. Dass sich da ein Item weggebackt und es erstmal weg ist. Naja, YOLO, wir haben es auf jeden Fall wiederbekommen. Dann ist ja doch noch alles gut. Der hatte mir noch mal Glück. So, ey, das ist die Hammer interessante Arbeit vermutlich. Ich habe eine Schutz 2 Chestplate, ja... Also ich werde erstmal wirklich nur auf Chestplates und sowas, also mehr auf Rüstung und Schwerter setzen. Und erstmal ganz geschmeidig bleiben und werde dann irgendwann Schärfe 3 Schwert haben, dann wird's richtig hart laufen, Alter. Schärfe 3 Dia Schwert. Zuck. Das wird richtig, richtig geil. So, wie lange sind wir denn schon dabei, weil ich möchte jetzt auch nicht überziehen. Ich möchte nicht überziehen, damit wir hier nicht eine viel zu lange Folge haben. 2 Minuten habe ich noch grob. In der Zeit werden wir es nicht mehr ganz schaffen, den Raum auszuheben. Aber es gibt ja Schlimmeres. Es gibt ja Schlimmeres. Alter, ich habe so viel Crap dabei. Ich habe, obwohl vielleicht schaffen wir sogar noch den kompletten Raum auszuheben. Warte mal, Leute, was, das gucke ich einmal. Was kostet, wie viel Level kostet es, so eine Spitzhacke zu reparieren? Ach, ich bin ja auch ein Genius. Ist mal das da, ups. Da rein. So. Weiß, ich mach das jetzt. Ich mach's jetzt einfach mal hier rein. Ich mach das jetzt einfach mal so ganz unverfroren, wie wir sind. So. Sogar nochmal 6 Gold. Bei uns läuft einfach. So, jetzt gucken wir mal, was das kostet. Wenn wir da noch Eisen dazu packen. Da ist noch ein bisschen Stein drin. So. Oder müssen wir da immer Dias dazu packen? Oh, 17 Level. Alter. Ist ganz schön teuer, ne? 17 Level ist ganz schön teuer. Ja, das können wir dann frühestens bei der letzten Spitzhacke machen. Also, dann könnte man da vielleicht mal drüber nachdenken, dass wir so ein... Ja, dass wir anfangen, hier unsere Spitzhacken zu reparieren, oder beziehungsweise unsere Spitzhacke. Allerdings, wenn Satani aus dem Urlaub wiederkommt, haben wir da ja auch nochmal ein paar von ihm. Dann ist das, denke ich, ganz in Ordnung. Sonst müssten wir einfach vielleicht mal Leute töten. Aber das mal gucken einfach. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit so. Ein bisschen halten ja noch und dann müsste es einfach mal reichen mit den
mit den Feldern, die wir haben. Allerdings natürlich jedes Feld mehr bringt auf Dauer ziemlich, ziemlich viel. Das darf man nicht vergessen. Jedes Feld mehr bringt locker mal schnell mal ein Stack, ein Stack Weizen bzw. einen Diamanten mit einmal ernten. So ein großes hier zumindest. Und dann ist es doch schon ja ziemlich erstrebenswert. So, jetzt füllen wir das hier noch aus. Und dann war es das von der Folge. So, blub, 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 blub. Ja, das ist ja wirklich nur ein riesiges Feld geworden, Alter. Ich wollte gar nicht mehr so einen großen Raum, aber YOLO. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch jemanden gibt, der so große Feldanlagen hat. Das wäre schon irgendwie Wahnsinn. Naja, gut. Okay, dann war es das jetzt. Ich sammle kurz hier meinen Stein ein. Dann war es das von der Folge. Ich bringe noch mal eben ein paar Steine in, beziehungsweise ein paar Steine weg. So. 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 Und nehme gleich mein ganzes Weizen Scheiße. Hätte ich fast was vergessen. So. Okay, dann überziehen wir die Folge doch noch ein bisschen. Oder habe ich dahin schon abgeschlossen alles? Nee, habe ich noch nichts. Habe ich noch nicht gemacht. Ich bin ja ein Böser. Muss ich hier nochmal durchlaufen komplett und alles ernten. Das macht man dann... Oh, fast Feld kaputt gemacht. Das macht man dann ja nochmal. Gut, dann wie gesagt, Folge ist jetzt etwas überzogen. Geht alles von meiner schönen Spielzeit ab. Ist natürlich jetzt nicht so cool. Und ab hier habe ich dann wohl geschlossen. Okay, gut. Hä, bin ich blöd? Ach, das war schon mein letzter Raum. Ach, okay. Na gut, hab ich gesagt. So, zack, zack. Ey, man möchte einfach nur fertig werden und was ist, es wächst immer was nach. Aber gut, dann war's das jetzt von der Folge. Ich verabschiede mich von euch und ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Deswegen, ja, macht das mal. Ne, haut rein und tschö.